Grüße, Freunde. Da sind wir wieder. Zurück in Majora's Mask. Und wir gehen endlich mal hier durch das Tor. Schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Muss sagen, ich hatte da nicht wirklich die Lust dazu. Naja. Das Spiel. Aber jetzt habe ich mich so einigermaßen motiviert gekriegt. So, zweimal auf den Kristall geschossen. Da, wir haben ja nichts zum Schmelzen da, also mussten wir es so machen, ne? Ja, was könnten wir eigentlich noch machen? Ich meine... Oh, hier unten haben wir ganz fette Viecher hier. Ein Dodongo. Die kennen wir ja noch aus Ocarina of Time. Nur hier sind sie ganz zäh. Ja klar. Ganz zäh, ich sag's ja. Könnte jetzt auch ein bisschen dauern. Oh. Yeah. Als ob, Drecksvieh. Gut. Ich frag mich, warum ich mich überhaupt mit sowas aufhalte, Das Ding ist, ey, der verträgt ja einiges, hey. Den darfst du bloß nicht als, als Deko oder als Zora gegenübertreten, weil sonst verbrennst du und wirst an den Anfang zurückgesetzt. Oh, Alter. Ist die Frage, wann er überhaupt mal stirbt hier? Aha. Alter, ernsthaft, ey. Da winken immerhin 50 Rubine, hey. Mann, 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 ey. Das, was ich immer aufregen muss hier. Oh, Sonne, du siehst aber auch plastisch aus, ey. So, jetzt latschen wir aber endlich mal hier ins Gebiet rein. Auf das der Wikinger in mir durchgeht. Glaube ich nicht, aber hier müssen wir aufpassen, ja. Komm. Irgendwo Herzen drin? Nee. Ich sollte mal die Bomben ausrüsten. Rennen. Och nee, ernsthaft. Jetzt habe ich doch noch einen Wolf. Oh, heute habe ich echt Pech. Och. Mach doch mal voran, hey. Ja, also. Ja. Ein Herz. Wow. Für mehr hat es nicht genug, ne? Okay. Ich hätte gegen den Dodongo nicht kämpfen sollen. Jetzt verschwende ich hier nur meine Zeit. Och, Alter! Kommt ja richtig Noob-like hier. Ah. So, dafür die ganzen Bomben, ansonsten gehen wir gar nicht durch. Ne, wir reißen sich auch hier durch. Uah. Ah,
Gras wird immer kälter. Hier geht's durch. Oh nein, ich muss niesen. Entschuldigung. Oh ne, ich muss schon wieder. Oh shit. Entschuldigung. Ja, siehst du? Komm, komm mal ins kühle Klima, schon muss ich da unten niesen. Wintergegenden im Sommer zu zocken ist doch nicht immer hilfreich. Och, guck an. Ein Gehone hier. Hallo. Wow, oh, oh. Hier oben, hier oben. Verzeih, dass ich dich von hier oben aus belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Oh, es ist so kalt. Ich bin so hungrig. Ich glaube nicht, dass ich das überstehe. Bevor ich hier oben sterbe, will ich noch einmal etwas essen. Etwas Zähes, das man ordentlich kauen muss. Wenn ich diesen unvergesslichen Geschmack noch doch nur auch einmal erleben dürfte. Aha. Was will er denn essen, ist die Frage, ne? Ich meine, ich weiß es. Wir wissen... Wobei, das wissen wir eigentlich alle noch. Eigentlich. Ne? Naja gut, schalten wir erstmal die Statue frei. Das Ding ist... In Ocarina of Time hat man schon den Hinweis. Die essen ja gerne Steine. Nichts herunter. Nichts. Achso, wir könnten eigentlich immer im Haus umgucken, ne? Wenn ich schon hier bin, dann sollten wir uns schon mal gründlich umgucken. Oder zumindest halb... Oder zumindest halbwegs gründlich. So, was haben wir denn hier? Zur Schmiedewerkstatt. Wir schärfen jedes Schwert. Wir arbeiten hart. Damit ihr Schwert hart für sie arbeitet. Komm, dann gehen wir mal rein. Klappe! Ich habe gerade so schön geträumt. Oh. Na, willkommen in der Schmiede. Mein Name ist Tsubora, der Besitzer. Er freut dich kennenzulernen. Wenn du unser Kunde wirst, dann erkennst du bald das gute Ding, weil er haben will. Aber letztendlich macht es sich bezahlt. Uga, uga, uga. Ah, die Klappe da drüben. Der große Kerl ist da... Entschuldigung. Der große Kerl da ist mein Assistent, Gabora. Er besteht nur aus Muskeln und dem Verstand eines Dekustabs. Pff, Alter! Bist du gekommen, um dein Schwert schärfen zu lassen? Leider nehmen wir gerade keine Aufträge an. Der Grund dafür ist dieser plötzliche Kälteeinbruch. Siehst du? Sogar unsere Esse ist eingefroren. Als ob. So wie es aussieht, können wir erst im Frühjahr wieder arbeiten. Wenn ich nur die Esse irgendwie auftauen könnte. Ugo, Ugo. Hä, was sagst du? Du meinst, wenn wir heißes Wasser hätten, könnten wir das Eis schmelzen? Tu nicht so, als wüsstest du, worüber du sprichst, du Dekustab. Alter. Oh, er glaubt diesem Gerücht, wo nach vor langer Zeit eine heiße Quelle in den Bergen gewesen sein soll. Bah, solchen Unfug glaube ich nicht. Oh, da wirst du aber schnell gucken, mein Freund. Da wird er aber noch Augen machen. Boah, hier ein gefrorener Wasserfall.
Nee. Doch. Mau. Das ist doch eher ein gefrorener Wasserfall. Das? Gute Frage. Sonst gibt es ja eigentlich nichts zu sehen. Gehen wir mal hier lang. So, hier. Zum Grundorf. Vorsicht vor den Schneewölfen. Ich versuche zumindest drauf aufzupassen. Ach Mensch, Entschuldigung. Aufnahme. Alter. Habe ich nicht gerade noch geblockt hier? The Legend of Feldsalat. Wenn ich das noch verstehen könnte, ey. Oh, Dingle. Kennt jemand von euch Legend of Link? Selfmade-Reihe von irgendwelchen Studenten damals noch. Vor 10 Jahren schon noch, ey. Zieh ich mir heute noch manchmal rein. Na du, gute Kleidung, weiße Fee, mein Herr. Ach, das kennen wir doch. Ja, 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 komm. Bitte. Her damit. Hurra! Jetzt haben wir die Karte hier von dem, von diesem Gebiet erhalten. Leute, vergleicht mal diese Schneebälle hier. Was war das? Ach so. Luftballon. Ich gehe einfach weiter zum Gorundorf. Hier soll er liegen. Ach, warum eigentlich nicht? Und da rollt erstmal fetten Schneeball hier die Strecke lang, ey. Hier sieht es doch aus. Gorundschrein. Bitte sprechen Sie mit dem Torwächter über ihn. Mhm. Welchen Torwächter? Diese rollende Schneekugel da. Ach, was soll's. Oh. Hier haben wir eine Eule. Oder die Eule, besser gesagt. Vielleicht kann die uns weiterhelfen. Juhu, so treffen wir uns wieder, Feenkind. Waren dir meine Statuen von Nutzen? Das sind sie, in der Tat. Es sieht so aus, als würde in dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Volk der Goronen. Ihr Land ist verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Boah, Alter, ich kann nicht reden. Kein Leben wird in diesem Land mehr blühen können. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diesen extremen Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt vom ewigen Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Sag mir, willst du weitergehen? Ja. Viele Stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich hoffe, es tut genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Na, ich hoffe doch auch. Ich werde mich nun erheben und auf den Schrein zu fliegen. Folge mir. Doch vertraue nicht nur auf deine Augen. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Dann wird sich der Weg offenbaren. Bist du bereit? So folge mir nach. Ah ja, jetzt lässt er hier seine Federn fallen. Und die weisen uns den Weg. Wenn die hier in der Luft liegen bleiben, dann können wir hier ungefähr da drauf springen.
Ja, die Federn haben eine ziemlich große Hitbox. Nicht umsonst habe ich an dich geglaubt. Doch auch ab hier sollten deine Augen sich nicht täuschen lassen. Vertrau auf deine Gefühle. Betritt nun den Schrein. Dich erwartet etwas, das dir auf deiner Reise vom großen Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Auf die Hoffnung, es bringt's. Geh ich mal hier rein. Eine Truhe. Ei, guck an. Das kennen wir doch noch. Richtig. Na das, setzen wir da mal ein. Ach, guck an. Und schon haben wir was. So, was haben wir denn hier? Huch. Ah, ich hab noch eine Truhe aus dem Augenwinkel gesehen, hä? Okay, dann wollen wir mal. Gehen wir wieder raus. Tatsache, hier sind Plattformen. Gewesen, also. Darauf sind die Federn also gefallen und... Na, guck an, wen haben wir denn hier? Wir können jetzt auch noch die Geister sehen. Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Der Geist eines Gurun. Nun folgen wir ihm. Und mal gucken, ich meine, man sieht ja, wohin er fliegt, man sieht ja noch seinen Schatten. Da können wir auch eigentlich auch, ne, das Auge ausmachen. Uah. Aber man sollte an den Enden und Eingängen, also an Aus- und Eingängen dieser Welt, der Welten, sollte man das Auge wieder einschalten. Dann hat es die Bestätigung, dass wir ihm noch weiter folgen. Also früher hatte ich da gar nicht durchgeblickt. Ich wusste auch gar nicht mehr, wo der dann auch war. Bis ich endlich mal verstanden habe, ach, ich muss das Auge eigentlich nochmal einschalten. Und habe letzten Endes immer wieder von seinem Ursprungsort dann immer wieder abgeholt. Das ging ein paar Mal so. Ich muss einfach dann immer weiter. Ach, Wolfie. Er führt uns quasi wieder zurück hier zur Bergsiedlung. Ich finde das geil, dass sie den High Warriors wenigstens wieder eingebracht. Zumindest hat Darun ja diesen Skin. Oh, wir müssen hoch. Und guck mal an. Eieiei. Auch ernsthaft?
Na. Zumindest nehmen wir keinen Schaden im Eiswasser. Eigentlich komisch. So, wie können wir jetzt rüber da? Ach. Ich bin doch so blöd. Komm. So, da ist die Leiter. Ich versuch mal... Nee. Ich gehe das Risiko nicht ein. Ich glaube, rechts war das jetzt, ne? Dann gleich links oder mal rechts. Sorry, ist ein bisschen schweigsam. Oh. Hauptsache, da stehen schon mal zwei Goronen hier. In diesem Grab ruht ein großer Held der Goronen. Ich kam hierher, um ihnen ein Denkmal zu errichten. Doch jetzt blockieren Schneeverwehungen den Weg. Und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück. Aber noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eis erstarrt ist. So wie es aussieht, wird auch mich dieses Schicksal ereilen. Hätte ich nur etwas von dem heißen Quellwasser mitgenommen, das ich auf das ich stieß, als ich das Heldengrab errichtet habe. Aber die heiße Quelle wird nun von diesem Grabstein versiegelt. Ich habe nicht die Kraft, um ihn alleine zu bewegen. Aber wir Goronen sagen immer, es hat keinen Sinn, über gespaltene Steine zu weinen. Brrr. Heim mit dir. Friedhof von Goronia. Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Aha, vielleicht war die Eule auch sehend.